Hallo, willkommen zu einer neuen Folge Better Minecraft. Heute bin ich alleine unterwegs. Ich habe zwischen den Folgen ein bisschen gefarmt. Und jetzt will ich hier oben mal ein kleines Gehege oder so bauen, wo wir hoffentlich ein bisschen Enten und... was sind die ganzen Nashörner? Die sind da vorne, okay. Echt Nashörner einsperren können. Und Emus, weil ich gelernt habe, dass Emus Eier droppen. Und ich mag Emus. und ich habe Zäune gemacht. Ich weiß nicht, warum ich Zäune gemacht habe. Ich würde lieber nicht Zäune benutzen. Sondern, wie im alten Style. Wie habe ich das gemacht? So. So. Wichtig gemacht. Wie viel sind die per ja. Ach man. Lol. Wooden Snow Shovel? Krass. Eine Flower Box. Lockblock. Kann sich einen Schlitten machen? Wie cool. Suche nur Cutting Board. Wie haben die Dinger aus das hingecraftet? Was ist das? Keine Ahnung. What the fuck? Bin ich gerade irgendwie komplett dumm? Da! Nee. Oh, man kann Maracas machen? Cool. Bin gleich am Ende. Ein Abakus ist ganz wichtig. Okay, wir werden anscheinend doch Zäune benutzen, weil ich nicht finde, wie man die Dinger craftet. Okay, dann benutzen wir doch Zäune. Passt. Habe ich die in die Kiste gelegt? Ich habe eh viel zu wenig verhoben. Ich weiß noch gar nicht, wie groß ich es machen will. Ist ja vorerst nur mal provisorisch. Natürlich viel zu wenig zu, ne? Jetzt habe ich viel zu viel, Alter. Ja, wir können das hier noch mal ein bisschen länger machen, würde ich sagen. Ist das so richtig?
Nee, 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 wir haben ja einen zu wenig. Manchmal zweifle ich echt an mir, ne? Hier noch eins nach oben, so und so. Wieso können sich Zäune schräg verbinden? Das mag ich nicht. Was mache ich jetzt? Jetzt gehört da drin noch ein bisschen was gebaut. Ich will da drin so einen kleinen, wenn ich da wirklich, wenn da wirklich Enten auch drin chillen, dann brauchen wir ja fast so einen kleinen See hier. Könnte man hier so einen Wasserfall machen? Aber ich will jetzt hier noch nicht allzu viel terraformtechnisch machen. So, machen wir hier einfach so einen kleinen. Ein kleines Loch hin. Das wir mit Wasser füllen. Noch weg. Dann machen wir den hier in der Mitte ein bisschen tiefer. Das wird schon wieder Nacht. Das ist echt ein Problem. Also es wird echt schnell und oft Nacht. Das ist das Problem, das ist kein Problem. So, ich hatte doch mal einen Eimer. Habe ich den nicht mitgenommen? Ich habe den anscheinend nicht mitgenommen. Das ist doch schön. Dann gehen wir auch mal Wasser suchen. Hallo? Danke. So, ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich hatte nur gerade Lust auf Minecraft, deswegen dachte ich mir, yo, komm, jetzt wird hier meine Folge allein aufgenommen. Müssen nicht immer die anderen dabei sein. Ich bin auch noch kein weiteres Mal gestorben. Seit den Toten in Folge 1. Das war einfach nur Lock. Und ja. Minitadios geht's auch gut. Für den müssen wir auch mal ein Haus oder so bauen. Da haben wir gerade kurz mein Fenster geöffnet, aber das ist nicht der Fall. Überraschung. So, wir machen es hier oben jetzt erstmal eine unendliche Wasserquelle. Ich mache mal ganz kurz doch hier den Vorhang ein bisschen zu. So, jetzt hier. Zack, zack. Mein Gott. Gehen wir kurz schlafen, bevor hier noch mehr, bevor hier mehr Mobs spawnen. Ich bin nicht so weit weg von meinem Bett, das würde ich wissen.
Was ich gerade so sehe, ist, dass ich da eigentlich kein Gras drin haben will. Also ich werde das Ganze gleich durch Dirt tauschen müssen. Ne? Beziehungsweise will ich Sand? Sand und Gravel? Nee, eigentlich nicht. Obwohl, eigentlich gehört es schon. Ja, aber es ist ja nicht endgültig. Ich will jetzt einfach nur hier mal was haben, damit ich da ein paar Tierchen reinballern kann. Haben wir das auch? Weed. Zum Glück habe ich Weed hier irgendwo. Ja, ich habe Weed im Inventar. Das reicht mir nur für ein Nest. Ich muss mal ganz schnell nachschauen. In der Incubation Mod. Minecraft. In Incubation Mod. Was eigentlich das so macht. Okay, cool. Es steht rein gar nichts im Wiki. Beziehungsweise es gibt auch nicht wirklich ein Wiki dazu. Wenn man es hier einfach mal das Weizen snacken. Zwei noch, dann könnte ich mir vier, noch vier reichen. Schiele ich eigentlich? Warte mal. Ich schiele. Krass. Ist mir noch nie aufgefallen bei meinem Skin. Nicht ganz early. Jump'n'Run Pro. Die Zeiten sind vorbei. Also, die Zeiten, als ich noch ein Jump'n'Run Pro war. Wie ist da oben eigentlich Gras hingewachsen? Achso, okay, das hat sich da hochgearbeitet. Okay. Ah, fünf Nester, okay. Ich hatte mir was ein bisschen eine Vorlage rausgesucht. Dafür brauche ich aber ein bisschen mehr Akazienholz. Dafür brauche ich eine neue Axt, weil die wird es nicht mehr lange machen. So, dann holen wir uns ein bisschen Akazienholz. Und dann bauen wir da noch so ein kleines Hüttchen rein.
Ich hasse es. Ich hasse es mit diesem Laub. Ja, genau was ich wollte. Ja, aber schauen wir mal, ob das genug ist. Kann man... Ich habe das schon mal nachgeschaut. Hier kann man gar nichts draus machen, ne? I don't know, was ich damit will. Okay. Was wir brauchen, sind auf jeden Fall ein paar Treppchen. So, wie will ich denn dann bauen am besten? Kann ich mehr Ashlocks benutzen dafür? Andere Idee, wir brauchen ein paar Slabby Slabs. So. Was sind wir? Das hier noch mal ab. Okay. Das Ganze hier mal so und so und so. Jetzt habe ich hier einen Zaun zu, nur einen Zaun. Achso, weil der von hier kommt. Der Rest ist ja in der Kiste noch. Ich brauche. Wobei? Wie würden Spruce-Fences da drin aussehen? Ein bisschen Kontrast. Bevor wir jetzt hier dieselbe Farbe nehmen. Ich find Spruce Fences da drin cooler. Die Sonne geht einfach schon wieder unter. Es ist so insane. Okay. Darf ich hier noch zwei haben? Warum nicht? Stehen falsch. Die muss noch hier. Naja, aber das passt hier nicht. Die verbinden sich nicht.
Schau da. Should have seen that coming. Ich glaube, das passt so. Da haben wir ein bisschen noch gerettet. Gott, komm her. Ich dachte gerade, wer bist du denn? Aber das ist einfach ein Zaun. Ich würde gerne wieder weiter. Danke. Es wäre cooler, wenn man die Nacht besser überspringen könnte. Oh, komm mal. Man kann sich so Plushies kaufen, ja. Man kann sich so Plushies kaufen. Craften. Und ich hätte echt gerne welche. Zum Beispiel, was brauche ich hier für? Brauche ich ja weiße. Oh mein Gott, das haben wir alles. Oh mein Gott, okay, ich brauche. Okay. You know what? Ich brauche zusätzlich noch eine Schaffarm. Hier. Also hier kommen die Enten rein, würde ich sagen. Wobei man hier dann Schafe auch mit reinmachen kann. Schafe sind jetzt, also theoretisch kann man hier auch zumachen. Obwohl ich weiß nicht, ob da die Tiere rein können. Jetzt hoffen wir ganz kurz. Gar nichts raus. Sehr schön. Haben wir noch mal eine Enteneier. Dann haben wir die Tiere wenigstens schon mal drinnen. Hier sind die Enteneier. Habe ich sonst irgendwas, was ich brauchen könnte? Ich wollte noch ein Teppich machen. Zack. Ein Teppich dafür, dass ich einfach drüber springen kann. Als ob aus 9 Eiern kein einziges. Das ist ein Joke. Ich werde hier doch verarscht. Das Mob Spawning aus. Hä? What the fuck? So, und dann hier so. Also du gehörst dann auch natürlich weg. Die hier so eins drunter. Ja, eins drunter sieht cool aus. Ich
Naja, manchmal weiß ich nicht, wie ich überhaupt irgendwas hinkriege. Sieht auch, wie ich mich für Bauern verklick. Was alle machst du hier? Zack, 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 zack. Kann man so halbe Slaps machen? Kann man nicht. Okay. Aber den Cage will ich mir einfach. Oh, cool. Ein Vertical Slab bringt mir auch nichts. Ich hätte gerne einen halben Slab. Ja, aber ich glaube, das passt schon so. Jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern, dass ich hier Tiere reinkriege. Und Ausleuchter. Problem ist, ich sehe hier keine Enten. Nur ein fucking Schaf. Und ich muss laufen unten in der Stadt, also im Dorf rum. Dafür brauche ich euch. Dann schauen wir mal, dass wir hier zwei Emus irgendwie hochkriegen. Was ist nicht das giftige Gras? Ja. Triggerst du auch auf Fruit? Ja, triggerst du. Aber dich will ich nicht. Ich will ein Emu. Beziehungsweise mehrere Emus. Und da haben wir sie. Kommt mit. Auf in ein neues Zuhause für euch. Hey Freunde, wo seid... Die sind nicht ernsthaft noch da unten, oder? Oh nein, komm, komm hoch hier. Die stehen wieder da vorne. Oh Mann.
Okay. So kannst du. Ja. Okay. Oh Gott, es wird Nacht. Ich glaube, ich komme hier leichter hoch. Oh nein, komm mit! Jetzt mach nicht diesen! Ist mir getriggert auf mich? Okay, dann legen wir uns hin. Die Folge geht schon viel zu lange. Aber die Freunde bringe ich jetzt hier noch rein. Kann ich Zäune bitte richtig platzieren? Danke. Wo ist mein Weizen hin? Okay. Dann haben wir jetzt hier oben so ein kleines Gehege gebaut, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich muss noch versuchen, hier irgendwie Schafe reinzukriegen. Und natürlich die Enten dürfen nicht fehlen. Das wäre jetzt ein krönender Abschluss gewesen, wenn das wenn ein junger Emu rausgeboren wäre. Egal, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es gefallen hat. Schaut in der nächsten vorbei. Haut rein. Ciao.